Willkommen zurück, alter Freund. Ich hab dich so vermisst. Dieses schleimige Hüpfgeräusch. Super! Hey Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Jump World. Heute bin ich mal wieder allein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich unausstehlich bin oder so. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich heute wieder solo unterwegs und ich hoffe, es macht keinen Unterschied für dich. Wir springen die Map von dem dunklen Lord. Sie heißt Adventure Isen und ich hoffe, wir werden viele Abenteuer erleben. Hier ist das Schild. Hey und viel Spaß bei meiner Map. Smiley, es gibt mehrere Wege, also spielt die immer öfter. Was? Es gibt mehrere Wege? Das heißt, wir müssen die Map 3000 Mal spielen, um alle Wege freizuschalten? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt erstmal hier um und stellen fest, es geht hier überall irgendwo hin. Das ist klasse, ein super Anfangsraum. Ich bin ganz außer mir vor Freude. Können wir hier hoch? Guck mal. Aha. Ja, oh, okay. Supi-dupi und jetzt sind wir hier. Ich weiß ja gar nicht. Da gibt's eine Ranke. Und schwupp sind wir oben. Der erste Weg ist gefunden. Wir sind die Besten. Also, naja, ich bin der Beste. Du bist auch ziemlich cool, ne? Nur mal so. Wo geht's denn jetzt hier lang? Da ist ein Weg, okay. Da ist auch ein Portal, wie ich sehe. Ein Portal, ich kann nicht zoomen. Mist, ich kann nicht zoomen. Ich habe wieder meine Buttonbelegung verändert. Ich weiß gar nicht, warum. Aber immer passiert das, wenn ich die Version wechsle. Weißt du, von 1.10 auf 1.8 zurück. Und schon kann ich nicht mehr zoomen. Ich weiß gar nicht, warum, aber hey. Gut, wir können hier reingehen. Und das ist ein wunderschönes Zimmer. Mann, ein Verzauberzimmer und ein Portal. Ich gehe mal durch. Hallo, na, da bin ich. Gut, es ist eine allgemeine Höhlensituation hier. Das war knapp, Mann. Das war knapp. Was ist denn das da unten? Krokodil? Oder was? Hilfe! Oh Gott. So, das haben wir geschafft. Da ist der nächste Checkpoint und da hüpft so ein Magma-Ding. Ich bin ganz außer mir. Ja! Okay, gut, ich bin hier. Wie geht's weiter? Was bist du denn? Eine Fledermaus. Oh mein Gott. Das ist crazy. Wir springen mal. Nein, ich hab... Oh, nö. Warte mal, das passt aber, das passt. Ich werde nicht verbrennen oder so, hoffentlich. Ja. Okay, noch am Leben. Jetzt bin ich tot. Das war nicht so gut. Okay, das war interessant. Oh, Gottes Willen. Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Schnell. Nee, ich bin daneben gesprungen. Mist. Na gut, alle Sprünge sind möglich. Habe ich gehört. Ach, shit. So, ich habe es geschafft. So, schnell zurücksetzen. So, da sind wir wieder voll. Ja, da guckst du blöd, was, du kleines Mistvieh. Ich habe es geschafft, nämlich. So, da komme ich nicht rüber. Es sei denn, ich nehme Anlauf und springe von hier. Nee, es sei denn, ich nehme Anlauf und springe so. Okay, easy. Um die Ecke herum. Ich habe so lange nicht mehr Jump World gespielt, ich bin komplett raus. Da geht's lang und hier geht's lang. Oh mein Gott. Wir gehen mal hier lang. Und, oh, wir müssen das wahrscheinlich... Oh ne, doch nicht. Das geht auch so. So langsam wird's dunkel hier, was? So ein bisschen dunkel, ich sehe kaum was. Da müssen wir hin, schätze ich. Ach so, da ist noch ein Block. Den habe ich ja nicht gesehen, Mann. So, Vorsicht, Vorsicht. Okay, vor... Oh Gott. Eine Schlange. Help. Na gut, okay. Sieht ganz gut aus bis hier. Hin. Wir müssen einfach nur den Blöcken folgen und schon sind wir aus dieser Höhle irgendwann raus. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade runtergefallen bin. Aber es passiert nun mal. Manchmal. So, okay. I did it. So, dieser Soul Sand ist echt grausam. Sprung! Okay. So, so, so. Jetzt müssen wir da rumspringen. Nichts schwerer als das. Was tue ich denn? Okay, keine Ahnung, warum ich mich jetzt hier so anstelle. Das ist jetzt gar nicht so schwer eigentlich, aber gut. Farmen wir die Fails. Wir müssen nach oben auf jeden Fall. Und das ist eine Riesenraupe, schätze ich mal. Ich weiß gar nicht. Was ist denn das hier für ein Schacht überhaupt? Ich hab keine Ahnung habe ich du. Aber gut, das gehört dazu, wenn man Abenteurer sein will, nicht wahr? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Checkpoints so dankbar angeordnet sind. Denn ganz ehrlich... Bei meinem Können
Ist das echt nötig? Wo muss ich denn jetzt... Ah, warte mal, ich spring mal darüber. Ist ein bisschen einfacher. So, da bin ich drüben. Geil. Okay, hier geht's direkt weiter. Das hat man fast nicht gesehen da. Das hat man fast nicht gesehen, aber... Auch nur fast... Wieso komme ich denn da nicht ran? Sag mal, was hat denn das damit auf sich? Vielleicht, oh, Gottes Willen. So, Moment. What the... Spaß, Junge. Ich weiß nicht, was das soll. Okay, dieser Sprung ist auch gar ekelhaft. Wieso komme ich denn da nicht ran? Ich darf nicht an die Wand springen, aber ich springe andauernd an die Wand. Weil, oh Gott. Okay. Besinnen wir uns mal ein bisschen. Das ist alles so gewollt. Okay, ganz ehrlich. What the shittle-diddle. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Ausspruch war. Aber, ey, was soll denn das? Junge, ich komme da nicht ran. Okay, gibt's einen anderen Weg vielleicht? Ich weiß nicht. Da könnten wir noch hin. Und dann da hoch. Aber wie kommt man da hin? Ich habe keine Ahnung. Wir hätten wahrscheinlich einen anderen Weg nehmen sollen. Gut, dass ich das nicht getan habe. Ey, come on, Junge, wieso kommt man da nicht ran? Ich weiß schon, warum ich ewig nicht mehr Jump World aufgenommen habe, Mann. Weil das einfach nur nervt. Meine Güte, was ist denn das für ein Sprung? Ich komme da doch eigentlich ran, aber wieso... Was ist denn das hier? Nee, keine Ahnung. Gut. Das ist doch eine Ranke, oder nicht? Komme ich jetzt hier irgendwie woanders lang? Bitte. Bitte, ich habe keine Lust mehr. Das macht mir keinen Spaß. Nun, nachdem ich stundenlang gefailt habe und nach 13 Minuten die Schnauze voll habe, nehmen wir jetzt den anderen Weg, und zwar den, wo wir vorhin standen und abgebogen sind. Jetzt geht's aber hier weiter, ne? Ich will mal sehen, ob das wirklich so stimmt, ne? Gibt es mehrere Wege? Können wir jetzt hier durchgehen? Ist das möglich? Werde ich es irgendwann vielleicht mal schaffen? Nun, ich hoffe. Oh Gott, nein. Oh Gott. Puh, gut, jetzt sind wir schon mal hier. Und da ist ein Gesicht. Aber dieser eine Sprung, ne? Der war echt furchtbar. Was ist denn das hier? Okay, wir dürfen auf keinen Fall auf diese roten Blöcke kommen. Schätze ich mal. Ja. 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 Okay. So, wir sind durch. Das hat funktioniert. Was ist denn das für ein Portal? Huh, hallo. Na? Okay, nächster Abschnitt. Wie mehr... Oh, hey. Aha. War ich hier schon mal? Keine Ahnung. Nee, da will ich gar nicht weiter. Wir wollen hier lang, ne? Hier wollen wir lang. Na, nee. Nee, komm schon. Jetzt, ernsthaft? Wait. Okay, das gefällt mir jetzt gar nicht. Das gefällt mir auf keinen Fall. Oh, nö. Wo war denn dieses blöde Portal jetzt? Wo bin ich hergekommen? Da sind wir hergekommen. Wenn ich da jetzt wieder rausgehe, bin ich wieder hier. Okay. Der Weg war also doch der richtige. Super! Da freue ich mich so sehr. Das glaubst du gar nicht. Oh, Schudenbuden! Ne? Mehr fällt mir dazu nicht ein. Es ist ja furchtbar. Jetzt sind wir wieder hier an dieser Stelle, an der ich nicht weiterkomme, weil dieser Sprung unmöglich ist. Unmöglich ist dieser Sprung. Guck's dir an. Unschaffbar. Keine Ahnung, was man da machen muss. Weder mit Shift noch ohne Shift. Schafft man das. Nicht mal mit perfektem Timing, ey. Guck dir das an. Ich habe keine Ahnung. Es ist furchtbar. Also ich bin leicht aufgeregt. Nee, da komme ich nicht ran. Das ist nicht drin. Das ist nicht... Wie macht man das? Lass ich dann einfach die Sprungtaste los oder was? Lass ich dann alles los? Was mache ich denn hier? So, ich habe keine Ahnung, wie wir das hier machen müssen. Deswegen mache ich das, was ich noch nie gemacht habe. Ich breche die Map ab. Weil ganz ehrlich, 19 Minuten hänge ich hier an diesem Scheißsprung, der nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was mit dieser Ranke los ist, aber die funktioniert einfach nicht. Und ich habe keine Lust mehr. Deswegen geht's jetzt weiter mit der zweiten Map. Keine Ahnung, ob die besser wird. Ich hoffe. Leicht angepisst geht's jetzt weiter, und zwar mit der Map Eason Monsipils Finale von Monsipil. Dies ist nicht... Meine letzte Map, da kommt direkt ein Krankenwagen. Hört man das? Ich hoffe doch. Jetzt fahr vorbei. Danke, danke, danke. Spiel bitte die letzten zwei Teile. Habe ich schon gemacht. Falscher Weg. Wir müssen durch das Portal hier. Die Aura dieser Zwischendimension ist irgendwie höllisch. Warum bloß? Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil es hier die Hölle ist. Sieht so aus, was? Guck mal, wir können jetzt hier durchspringen und...
Das ist echt ein bisschen gruselig hier, keine Ahnung. Portal? Oh, da ist es also. Larrys Schloss. Stimmt, wir müssen ja Larry töten, keine Ahnung warum. Aber Larry ist jetzt dran, das heißt, wir machen uns auf den Weg, auch wenn es super dunkel ist. Verdammt, der Weg ist versperrt. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Ich gucke mich mal ein bisschen um, ne? Oh nein, ein Geheimgang. Nee, oh, ein Geheimgang, nicht oh nein. Oh nein, ein geheimer Weg, der mich irgendwo hinführt. Tipp für Labyrinth. Guter Tipp. Oh Gott. Anscheinend bin ich in der Bücherei gelandet. Ja, okay, rechts bringt's und links pecht's. So war's doch, ne? Rechts pecht's, links bringt's. So, hier schon mal ein Geheimnis. Ausgezeichnet. Rechts ist also Mist. Links rum können wir gehen. Und dann geht's hier nicht weiter. Wie wär's, wenn wir hier lang gehen? Nee, oh nee, okay. Und hier lang. Hier muss es doch stimmen, oder was? Dieser Gang scheint richtig zu sein, ja. Das ist der richtige Weg. Noch so ein Bild. Ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Jetzt sind wir wieder zurückgelaufen hier, ne? Sind wir jetzt nicht zurückgelaufen? Okay, bin dezent irritiert. Kann passieren. Weiß auch nicht. So, hier kommen wir doch... Nee. Wow, nicht schlecht. Das Labyrinth verwirrt mich teilweise so ein bisschen. Hier ging es ja nicht weiter. Wir müssen doch diesen Bildern... Oh, hier sind wir wieder am Anfang. So, warte mal. Grün. 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 Okay. Rot. Warum ist der Weg hier grün markiert? Und warum ist das hier alles rot? Blau. Guck mal, blau müssen wir gehen. Okay. Dann hier so lang. Na klar, das ergibt schon Sinn. Dann hier so rum. Zack, zack. Oh, da geht's ja noch da lang. Guck mal. So, so. Blau, blau, blau. Blüht der Enzian. Und das ist doch alles... Wir kommen hier gar nicht weiter. Was ist denn das für ein Mist? Können wir irgendwie durch so ein Bild durchgehen? Keine Ahnung. Kombinieren kann ich heute nicht. Das tut mir leid. Boom, durch. Siehst du, das war's. Das geheimnisvolle Bild. Wir haben es geschafft. Was ist das? Nur irgendwelche Zettel und sonst steht hier nichts weiter. Hier geht's runter ins geheimnisvolle Loch. Man sieht nichts. Okay, was ist passiert? Ich wurde wohl geschnappt. Ich gehe mal schlafen nach so einem langen Tag. Das ist ja wohl ein Witz. Okay, ich bin aufgewacht. Ein lautes Geräusch weckt dich. Was ist passiert? Anscheinend habe ich Glück gehabt. Ein Meteorit ist eingeschlagen hier. Scheinbar. Na toll. So, wir müssen da lang. Hier rum. Oh mein Gott, es ist so dunkel hier. Ich sehe überhaupt nichts. Vielleicht muss ich echt mal den Shader ausmachen, was? Okay, wo müssen wir hin? Geradeaus, ne? So. Okay, kurzer Checkpoint. Müssen wir da unten rein? Ja, da müssen wir rein. Autsch. Gut, ich bin runtergeplumpst. Das ist wohl der Eingang. Ich kann es nicht lesen. Willkommen. Irgendwas. Ich müsste mal kurz die Steuerung ändern, die Belegung ändern. Aber das mache ich jetzt nicht, denn keine Lust. Ist ja egal, was da stand. Was? Da stand willkommen. Also gehen wir mal rein. So, Toilette und Küche. Ich denke, die Toilette wird uns nichts bringen, hä? Die Toilette ist quasi... sinnlos. Drei Blöcke Abstand. Okay, gut. Das war das. Die Toilette ist echt schön, aber leer. In der Küche finden wir auch nichts weiter, denke ich mal. Nee. Oder können wir hier wieder durchgehen? Durch eine mysteriöse Wand. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Wo müssen wir denn jetzt hin? Nach oben müssen wir. Ah, natürlich. Nach oben. Durch die komische Tür hier. Nein, nein. Nicht durch diese Tür. Was ist denn das hier? Zellen? Okay. Ein komischer Geheimgang. Ich sehe immer noch nichts. Oh, da liegt er. Ich kann sein Gesicht aber nicht erkennen. So, boom. Was? Bin fertig? Okay. Jump'n'Run bewerten. Ich habe keine Ahnung. Das war alles gut. Denke ich mal. Du bist auf seinen Kopf gesprungen und bist mit ihm gestorben. Das Ende ist kacke, ich weiß. Okay, aber ich wollte es einfach schnell beenden. Jetzt baue ich wieder normale Maps. Danke fürs Spielen, Monsipiel. Spectator-Ausgang. Okay, ich bin auf seinem Kopf gelandet. Wo ist denn sein Kopf gewesen und warum ist es hier so dunkel? Ich komme damit nicht klar. Weißt du, diese Dunkelheit macht mich fertig. Wo ist denn hier sein Kopf? Komme ich hier irgendwie rein? Nee. Na gut, ist auch egal. Wir machen an dieser Stelle mal einen Cut.
war echt super witzig, ne? Also die erste Map hat mich richtig amüsiert, es war ein Fest. Die zweite Map ging relativ schnell, ist aber in Ordnung. Gut, also wenn es dir gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wenn du möchtest. Und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.